Hallo ihr Lieben, heute gab es ganz tollen Besuch vom Team Edition Noël und sie haben diese ganz grandiosen Weihnachtsanhänger gebracht. Ach, ich bin gleich verliebt. Es sind ganz hochwertige sechs verschiedene Anhänger in einer Box. Ich zeige euch die Anhänger gleich nochmal einzeln, aber hier mal schon mal ein bisschen dekoriert. Und die kommen im Sechser-Set in diesem Karton. Genau, das ist die Box mit den jeweiligen Namen. Und ihr seht, Set 042 von 300. Die Boxen sind nämlich limitiert auf 300. Kommen so schön und lassen sich für ewige Zeiten auch so wieder verpacken. So, und in der Box, das ist nämlich ein Künstlerkollektiv sozusagen von sechs verschiedenen Designern aus Berlin. Und hier könnt ihr noch ein bisschen schauen und lesen, wer was gemacht hat. Und was so ihr eigentliches Brot- und Buttergeschäft ist. Genau, da haben wir sie. So, und dann kommen die hier so eingepackt. Und so könnt ihr sehen, dass man sie auch ganz hervorragend wieder verpacken kann fürs nächste Jahr. So, dann habt ihr sie hier einmal im Überblick. Einmal schwenke ich rüber. Und dann haben wir sie einzeln. Da So, hier haben wir den ersten. Habe ich euch gerade schon gezeigt. Das ist eine kleine Schaukel mit einem wunderbaren bedruckten Anhänger aus Karton. Ein bisschen tropical. So, der zweite ist ein Messinganhänger. Ein bisschen wie ein Diamant gemacht. Mit einem Lederband und sieht so aus, wenn er hängt. Dann haben wir hier Nummer 3, mit Seil durchzogen, einen Anhänger aus Ton, wie ein Trichter gemacht. Und der kann auch über etwas breitere Äste rüber gehängt werden. Dann haben wir hier Nummer 4, auch aus Messing und mit einer Lederkombination. Ihr könnt ihn nochmal sehen. Und hängt auch ganz niedlich und wunderbar am Ast. So, dann haben wir hier noch die beiden, ja, fast Armreifen von einer Schmuckdesignerin. Ist auch mit einer ganz filigranen Kette zusammengehalten. Und die hängen entweder nebeneinander oder ein bisschen in verschiedenen Höhen. So, und da haben wir noch die Nummer 6. Eine kleine, ganz süße Kugel. Aus Seide, bedruckt, handbedruckt mit einer blauen Kordel und einer goldenen Halterung. So, und hier haben wir sie nochmal liegen im Gesamtbild. Ich habe sie an einem Eukalyptus dekoriert und ich glaube, das ist auch so mit die schönste Variante. Das passt einfach gut von der Farbigkeit her. Ja, und für die, die sagen, ach, Weihnachtsbaum ist mir, glaube ich, zu viel. Den reinschleppen, rausschleppen und ich habe sowieso gar keinen Platz und ich bin auch sowieso gar nicht so viel zu Hause. Für den ist das eigentlich die perfekte Kollektion. Sehr besonders und ja, wie ich finde, wunderschön gearbeitet, ganz, ganz hochwertig. Das ist wirklich etwas, was man wirklich noch in der Familie weitergeben kann, wenn es dann irgendwann mal soweit ist, an die Kinder und an die Enkel. Und aber hier muss man tatsächlich schnell sein. Wie gesagt, es gibt bloß 300. Eine 300er Auflage und wir haben jetzt erstmal sechs Päckchen bekommen. Und ob ich dann noch welche nachbekomme, wir wissen es nicht. Schnell sein lohnt sich.